Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen in der Handelskammer Hamburg. Mein Name ist Tobias Knahl. Ich leite hier im Haus die Abteilung Industrie, Energie und Umwelt und darf Sie jetzt kurz einführen in das, was wir mit unserer Dialogplattform seit Anfang dieses Jahres machen. Zunächst möchte ich ganz kurz nochmal zusammenfassen, was aus meiner Sicht das Wichtigste war in dem Vortrag von Herrn Füppe und auch der Rede von Herrn Pfannenberg. Das Erste: Industrie 4.0 lässt sich nicht so einfach definieren. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen. Eine komplexe Beschreibung ist aber besser, um dieses Phänomen zu erläutern. Zwei Dinge stecken drin. Das eine ist die Digitalisierung und das andere ist die Vernetzung. Während sich die Vernetzung allerdings aus Sicht der Unternehmen nicht so richtig festmachen lässt, ist das mit der Digitalisierung anders. Diese Folie wurde schon gezeigt. Insgesamt sehen 91% der befragten Industrieunternehmen einen Einfluss der Digitalisierung auf ihr Geschäft. Bei den großen 96, aber sogar bei den kleinen Industrieunternehmen 0 bis 9 Mitarbeitern 89%. Diese Unternehmen sehen eher Chancen für ihren Absatz durch Industrie 4.0, durch die Digitalisierung. Sie sehen skeptisch die Auswirkungen bei der Beschäftigung. Sie sehen ein großes Innovationspotenzial. Sie sehen einen hohen Investitionsbedarf. Sie wissen allerdings noch nicht so richtig genau, wo sie investieren sollen. Es gibt, das sind die beiden oberen Balken, es gibt einen sehr großen Informationsbedarf und einen Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen. Genau da, meine Damen und Herren, setzen wir an mit der Hamburger Dialogplattform Industrie 4.0, die wir Anfang des Jahres gegründet haben. Sie wird getragen neben der Handelskammer auf Seiten der Wirtschaft von den vier Industrieverbänden, dem IVH, dem VDMA, dem ZVEI und dem VDI, auf Seiten der Wissenschaft, der Hochschulen, von der Universität Hamburg, der Helmut-Schmidt-Universität, der HAW und der Technischen Universität. Flankierend dabei sind das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut und die Hamburg School of Business Administration. Und Herr Pfannenberg fungiert als Sprecher dieser Plattform und bringt die Erfahrung aus seinem eigenen Unternehmen ein, damit die Verbände und die Wissenschaft nicht so ganz den Bezug zur Praxis verlieren bei all dem, was sie da machen. Grundansatz der Plattform ist es, Informationen zu sammeln, zu bewerten und für die Hamburger Unternehmen aufzubereiten, um ihnen Informationen zu geben, um sie bei Weiterbildung zu unterstützen, um ihnen dabei zu helfen, besser mit dem Phänomen Industrie 4.0 umzugehen. Es gibt vier Arbeitsgruppen, aus denen werden Sie gleich ausführliche Berichte hören. Arbeitsgruppe 1, Automatisierung in der Produktion, Arbeitsgruppe 2, Logistikkette, Arbeitsgruppe 3, IT und Kommunikation, Arbeitsgruppe 4, Qualifikation, Beschäftigung und Organisation. Das Besondere an den vier Arbeitsgruppen ist, dass sie jeweils eine Doppelleitung, eine Doppelspitze haben, eine Doppelmoderation, einmal durch einen Industrieverband und dann durch einen Hochschulvertreter. Was haben wir bisher gemacht? Es gab einen Auftaktworkshop am 20. März mit ca. 100 Unternehmen. Für die Veranstaltung heute hatten wir knapp 200 Anmeldungen, also da hat sich deutlich was getan. Die Arbeit in den vier AGs begann nach diesem Auftaktworkshop. Wir haben im Sommer sehr viel Zeit mit einer hohen Schlagzahl auch investiert, um uns zu bewerben, um ein Förderprogramm der Bundesregierung als Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0. Das hat leider in der ersten Runde nicht funktioniert. Der Bundeswirtschaftsminister hat allerdings schon angekündigt, es wird eine zweite Förderrunde geben und da werden wir sicher dabei sein. Das ist die Auskunft, die wir bekommen haben. Heute das Industrieforum 4.0 mit einem Zwischenstand, mit Berichten aus den Arbeitsgruppen. Es sind mittlerweile eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Projekten und Arbeiten hervorgegangen aus der Dialogplattform. Die nächsten Schritte, die wir planen, ist, wir wollen eine interaktive Netzwerkkarte Industrie 4.0 für Hamburg
ins Netz bringen. Das Kompetenzzentrum 4.0 im Rahmen des Förderprogramms der Bundesregierung, das steht am Start. Wir warten darauf, dass es losgeht mit der zweiten Förderrunde. Es wird einen Faktenflyer geben. Wir wollen weitere Projekte und wissenschaftliche Arbeiten anregen, weitere Veranstaltungen machen und auch das Netzwerk der Dialogplattform weiter ausbauen. Hier sind wir insbesondere daran interessiert, dass noch mehr Unternehmen aus der Industrie mitmachen. Die zwei erstgenannten Punkte noch einmal kurz visualisiert. So soll diese interaktive Netzwerkkarte dann aussehen. Und zum Kompetenzzentrum Mittelstand oder Industrie 4.0. Wir hatten hier, wie gesagt, schon sehr viel Zeit investiert, haben auch eine schlagkräftige Mannschaft und Struktur aufgebaut. Mit Unternehmen, mit Hochschulen, mit Verbänden, mit den Clusterorganisationen hier in Hamburg, mit Partnern auch über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind bereit dafür, dass es weitergeht mit diesem Projekt und warten, wie gesagt, auf die zweite Förderrunde der Bundesregierung. Das war meine kurze Einführung und jetzt kommen wir zu den vier Arbeitsgruppen, den Berichten aus den Arbeitsgruppen, und ich darf das Wort geben Herrn Dr. Mutschler vom VDMA, der mit der AG Automatisierung in der Produktion beginnen wird. Bitte schön. Das am Ende. Mit denen kann ich hier weiter, ne? Genau. Ja, alles klar. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und sich auch für das Thema interessieren. Ich werde jetzt versuchen, direkt aus den Arbeitsgruppen oder aus unserer Arbeitsgruppe heraus zu berichten und vertrete heute Professor Fey, der leider nicht dabei sein kann. Wir beide organisieren die Themen, die wir in dieser Arbeitsgruppe besprechen, und ich würde gleich mal aber vorab noch auf eine geklaute Folie, Porsche Consult ist das, eingehen. Na klar, in den nächsten Jahren wird es schnell vorangehen und wir werden auch sehr schnell sehen, was in den Unternehmen passiert. Aber wenn Sie sehen, wann ist die Entwicklung abgeschlossen, dann haben wir doch einen weiten Horizont vor uns, ob das so stimmt oder nicht. Aber wir müssen uns vielleicht auch auf einen etwas längeren Weg einstellen und das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Das möchte ich jetzt nicht sagen, um allen zu sagen, Sie können jetzt gehen und wir haben noch viel Zeit. Es geht los, aber es wird sich natürlich in der Industrie nicht von 3.0 auf 4.0 innerhalb kürzester Zeit bewegen, und das einzelne Unternehmen kann das auch gar nicht leisten. Wir werden oft von Politikern angesprochen und gesagt, zeig mir bitte ein Unternehmen, das Industrie 4.0 macht. Das geht so nicht. Wir können ja immer nur Aspekte zeigen, die zur Industrie 4.0 gehören, und darüber möchte ich so ein bisschen aus unserer Arbeitsgruppe berichten. Also sehr bodenständig, das wollte ich damit sagen. Ja, wir haben als erstes festgestellt in der Gruppe, dass wir unterscheiden müssen einfach zwischen digitaler Produktion, also die Prozesse im Unternehmen bei der Herstellung, digitalen Produkten und neuen Geschäftsmodellen. Und wir haben es eben gehört von Professor Vöpel, disruptive Innovation. Für mich ist immer, ich muss das immer so anhand von Beispielen haben, die Taschenlampenindustrie. Hat die mal gedacht, dass die Handys mal die Taschenlampen ersetzen werden? Das ist so jetzt ein etwas lustiges, aber das ist ein Thema, wo man auch in anderen Bereichen, ich gehe jetzt in unsere Industrie, wenn die Brennstoffzelle sich durchsetzt, braucht man keine Kolben mehr. All diese Dinge, die muss man möglichst früh erkennen, und deshalb muss man auch möglichst früh in Netzwerken sein, indem man diese Ergebnisse auch dann für sich verwerten kann. Wir hatten eine größere Veranstaltung mit über 40 Teilnehmern bei der Firma Pfannenberg. Ich habe es hier genannt kollegiale Beratung, da wir an einem Vormittagsworkshop und einem Nachmittagsworkshop die beiden Themen Prozesse und Produkte uns im Hause Pfannenberg angeschaut haben. Und wir haben da sehr offen über die Themen diskutiert, über die Prozesse in der Produktion und auch über die Produkte und daraus vielleicht entstehende Geschäftsmodelle in der Gruppe diskutiert. Aber ich habe extra eben betont, 40 Teilnehmer. Das kann nicht jedes Unternehmen leisten, 40 Personen aufzunehmen und mit denen einen Tag im Unternehmen zu verbringen. Das ist ein etwas schwieriges Problem für unsere gesamte Gruppe. Werde ich gleich nochmal darauf eingehen.
Aber alle Teilnehmer, viele sind auch heute hier, haben gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Zum einen für das gastgebende Unternehmen, das kollegiale Beratung von den Teilnehmern bekommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Teilnehmer, die so dicht an den Prozessen und an den Produkten sonst nicht dran sein können. Das nächste Treffen ist bei Still. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal verschoben, weil die Terminlage immer sehr schwierig war. Da zeigt sich auch schon, dass es nicht so einfach ist, jede Woche so eine Veranstaltung zu machen. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe über 50 Interessierte, die dabei sein wollen und natürlich auch sollen. Und da hat sich jetzt schon herausgestellt, das wird nicht immer klappen, es wird Einzeldinge geben. Zum Beispiel gab es das Angebot von Phoenix Contact und die sind mit einer kleinen Gruppe nach Blomberg gefahren und haben sich dort das Smart Engineering angeguckt. Wir selbst haben in der Gruppe und einige Ergebnisse zum Thema Produktion herausgearbeitet. Zum Beispiel, dass informationstechnische Assistenzsysteme von allen als wichtiges Thema für die Zukunft in der digitalen Welt angesehen werden. Damit sind gemeint Assistenzsysteme, die helfen bei der Montage, neue Montageabgänge, komplizierte Montageabgänge, Vorgänge zu erleichtern. Das heißt, der Monteur vor Ort bekommt durch zum Beispiel Laser besondere Zeichen, wo was zu montieren ist, welche Zeichen zur Qualitätssicherung genutzt werden sollen. Und gleichzeitig können digital Hilfestellungen gegeben werden. Auch die aktorischen Assistenzsysteme werden als sehr positiv und zukunftsgerichtet angesehen. Da ist natürlich das Schlagwort Mensch-Roboter-Systeme. Zu meiner Assistenzzeit war es noch so, dass um jeden Roboter ein riesiger Käfig sein muss. Heute ist man so weit, dass Mensch und Roboter gemeinsam agieren können, zu neuen Montage- und Hilfsmöglichkeiten zusammenwachsen. Aber auch, und das gehört auch dazu, auch mechanische und elektronische Tragesysteme, die Leute entlasten bei der Arbeit, sind in der Entwicklung sehr weit vorangeschritten. Geschlossene Informationsketten, also vom Vertrieb über CAD und so weiter, PPS-Systeme und so weiter, werden als großes Thema angesehen. Das gibt es zum Teil, aber es wird noch nicht in allen Unternehmen, gerade in den mittelständischen Unternehmen, noch nicht so gelebt. Das Produkt steuert die Produktion. Das ist ein typisches Beispiel für Industrie 4.0. Da ist in der Arbeitsgruppe noch ein bisschen Skepsis vorhanden. Wird tatsächlich das Produkt, die ganze Produktion von sich aus steuern? Wer hat die Datenhoheit? Da sehen wir noch ein bisschen die Zukunftsmusik in der mittelständischen Industrie auf jeden Fall. Die produktionsbegleitende Dokumentation ist auch ein wichtiges Thema. Wirklich von Anfang an, und das wird von den Kunden in vielen Bereichen heute auch verlangt, die komplette Dokumentation in jedem Arbeitsschritt bis zur Auslieferung und auch während der Lebenszeit von Produkten. Wo wird das sein? Wird es am Gerät sein? Wird es in einem Datenspeicher sein? Wird es in den Produkten selber sein? Das sind Themen, die sich bei Industrie 4.0 stellen. Und es gibt natürlich flexibel aufgebaute, sich schnell veränderte Wertschöpfungsketten, also schnelle Umbauten für die Produktion. Da wurde in der Gruppe insbesondere interessanterweise das Thema Ausbildung angesprochen, dass dafür doch die entsprechenden Spezialisten, die sich sehr schnell auf neue Produktionsabläufe einstellen können, noch ausgebildet werden sollten. Bei den Produkten, bei den Geschäftsmodellen nur ganz kurz. Die Produkte überwachen ihren Zustand. Das ist ein wichtiges Feld für die Arbeitsgruppe. Die Produkte besitzen einen digitalen Zwilling, in dem alles dokumentiert ist. Das wird auch sicherlich für die Industrie 4.0-Unternehmen weiterhin sehr wichtig oder wird ein tragendes Element sein. Die situationsgerechte, aufgabenbezogene Nutzung von Geräten beim Kunden. Das heißt, dass ich auch produktbegleitende Dienstleistungen während des Prozesses mit einbringen kann, ist an einigen Stellen heute schon Thema, wird sich aber weiter verstärken. Und als letzter Punkt bei den Produkten und Geschäftsmodellen, der Kunde kauft nicht das Produkt, sondern eine Leistung, die mit Hilfe des Produkts in Kombination mit aus der Ferne erbrachten Dienstleistungen realisiert wird. Das sind Punkte, die wir als erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe weiter beleuchten wollen. Ja, wie geht's weiter? Das Interesse der Teilnehmer ist groß, aber auch an Teilaspekten. Und wir sind jetzt eigentlich zu der Idee gekommen, dass wir unsere Gruppe
zu Teilaspekten auch aufteilen wollen, bestimmte Themen direkt ansprechen wollen und dann vielleicht bei großen Treffen die Ergebnisse vortragen. Also nochmal eine Untergliederung der Arbeitsgruppe. Das ist aber nicht jetzt, wir bilden noch einen Arbeitskreis und noch einen Arbeitskreis, sondern ist einfach der Größe dieser Gruppe geschuldet an der Stelle. Wir denken an einen Benchmark zur Industrie 4.0, zum Beispiel über Online-Befragung. Da muss man einfach gucken, was es schon gibt. Und Online-Befragung, also das kann auch, wir machen es im VDMA so, ein Self-Check sein, dass man sowas macht. Und wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, jetzt auch gruppenübergreifend, durch unser Know-how, was sich hier sammelt, dass wir vielleicht auch bei bestimmten Firmen Inhouse-Beratungen durch das gesamte Forum-Team oder Teile des Forum-Teams machen, um an bestimmten Stellen bei Industrie voranzukommen. Die beiden Bilder habe ich natürlich aus Eigenwerbung dazu gemacht, den Leitfaden Industrie 4.0 und natürlich die Studie 4.0 Readiness, soll aber eigentlich zeigen, dass wir, das wurde ja dargestellt, mit 5 Verbänden auch unser Know-how aus den Verbänden hiermit in diese Plattform einbringen. Und mein letzter Appell geht an meine Vorredner, wir sollten auch ein bisschen über die Grenzen von Hamburg hinaus gucken. Es gibt schon sehr, sehr viel auch in Niedersachsen, leider noch nicht so viel in Schleswig-Holstein, aber wir sollten, das ist als VDMA Nord natürlich mein Bestreben, wir sollten ganz Norddeutschland betrachten und da auch enger zusammenarbeiten. Vielen Dank. Ja, ich übergebe an Professor Kopp. Ja, mein Name ist Kontny von der HAW Hamburg. Ich habe zusammen mit Herrn Warnk die Arbeitsgruppe Was verändert sich in der Logistikkette geleitet. Wir waren eine kleine, aber sehr aktive Gruppe, so ungefähr 25 bis 30 Teilnehmer bei uns. Und wir haben uns mit einem sehr breiten Thema beschäftigt, was verändert sich in der Logistikkette. Zunächst mal haben wir auch die Frage uns gestellt, was ist Industrie 4.0? Es ist ja schon viel gesagt worden, im Hinblick auf Digitalisierung, im Hinblick auf Vernetzung. Wir hatten aber ein Beispiel, ich habe auch ein paar Folien noch, die das erläutern, bei dem wir einen Film hatten, der war schon 25 Jahre alt. Und dieser Film hat auch eine digitalisierte, vernetzte Produktion, die sich selbst gesteuert hat, dargestellt. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn jetzt anders? Wo ist da der tatsächliche Unterschied? Und der Begriff, der hier schon mehrfach aufgetaucht ist, der uns weitergeführt hat, war der cyberphysikalischen Systeme. Digitalisierung und Vernetzung sind Voraussetzungen dafür, dass wir Industrie 4.0 umsetzen können. Das war gerade auf Ihrer Folie sehr schön, 2035, cyberphysikalische Systeme. Der Begriff stand schon mehrfach drauf, genannt hat ihn so noch keiner. Was ist da der Unterschied? Die Objekte werden intelligent und die Vernetzung, die wir jetzt haben, wenn wir das so weiterdenken, ist Industrie 3.0. Das war unsere Erkenntnis. Die Vernetzung, die neu stattfindet, ist eine Vernetzung zwischen intelligenten Objekten. Objekten und Maschinen und assistierten Bedienern, die miteinander selbst kommunizieren können. Das ist das, was den Kern von Industrie 4.0 in fast allen Definitionen ausmacht. Und das ist auch das Revolutionäre daran. Einfach nur mehr Digitalisierung, mehr Vernetzung, mehr Daten bringt im Moment vielleicht einen Schub, Voraussetzungen zu schaffen für die Industrie 4.0, aber die Idee, die mit Industrie 4.0 verbunden ist, ist eben tatsächlich eine steigende Komplexität durch vermehrte Varianten, durch kürzere Produktlebenszyklen zu beherrschen, durch Systeme, die sich selbst organisieren. Und das ist das Paradigma, das einer Industrie 4.0 da entspricht. Wo muss ich jetzt drücken? Hier. Dass die Industrie 4.0 auszeichnet. Doch, einfach den Fall hier, oder? Oder den? Der will gerade nicht. So, auch ich habe eine Folie geklaut, jetzt die Maus, so, auch ich habe eine Folie geklaut. Das Bild soll Industrie 4.0 darstellen, tut es auch in gewisser Weise, aber so wie es da ist, ist es eben auch nichts Neues. Ne? Also das Denken in Wertschöpfungsstrukturen oder Ketten, in Supply Chains, ist in der Logistik schon ein bisschen älter und auch der Begriff E-Logistics ist nicht mehr ganz taufrisch, eine IT-gestützte Logistik,
wurde schon auf der Basis von Internetplattformen diskutiert. Aber wie gesagt, interessant wird es, wenn das Ganze intelligent durch Objekte und Maschinen gesteuert wird. Sodass also dieses Bild allein erstmal die Begriffe Digitalisierung und Vernetzung darstellt. Aber ich habe kein gutes Bild gefunden, das eben diesen Wesenskern von Industrie 4.0 darstellt. Das haben wir aber alles intensiv diskutiert, gerade als Ausgangspunkt für unsere Arbeitsgruppenarbeit. Die zweite Frage, die wir uns stellen mussten, was ist der eigentliche Wesenskern, war, was ist eigentlich eine Logistikkette? Logistik einmal als Branche verstanden, auch so im HWWI, in der HWWI-Studie, vielfach eine Darstellung als Materialfluss. Hier eine auch etwas ältere Darstellung einer Logistikkette. Was ist das? Das ist eine prozessorientierte Betrachtung des Logistiksystems, aus unserer Sicht einer Unternehmenslogistik. Wir beginnen, Herr Pfannenberg hat es auch gesagt, bei den Kunden, beim Auftrag. Und dieser Auftrag muss irgendwie im Unternehmen verarbeitet werden durch Prozesse, die in Beschaffung, Produktion und Distribution stattfinden. Und das Spannende wird eben sein, bisher wird das zentral in hierarchischen Systemen geplant. Wie schaffen wir es, diese Logistikkette selbststeuernd, selbstorganisierend, wandelbar zu machen, so dass cyberphysikalische Systeme oder intelligente Objekte in der Lage sind, sich an veränderte Auftragsstrukturen, an veränderte Belastungssituationen anzupassen. So, das heißt, das war für uns erstmal eine terminologische Frage und Sie werden sehen, wir waren zwar eine kleine, aktive Gruppe, aber auch sehr heterogen, denn was sich dahinter verbirgt, sind Fragen der Planung eines Logistiksystems oder der Aufträge, ausgehend von der Auftragsbearbeitung, einer Auftragsabwicklung, Fragen von Durchlaufzeit, Auslastung und dergleichen aus Sicht eines Logistikmanagements, die auch schon in der HWWI-Studie als wichtig für Industrie 4.0 dargestellt wurden, lassen sich an dieser Darstellung ableiten. Und es integriert aber eben auch Materialflusssteuerungsaspekte im Rahmen Produktion und Montage. Natürlich auch die Steuerung der Produktion, auch das ein elementarer Bestandteil einer Logistikkette. Aber eben auch den Begriff der Transportkette, den viele möglicherweise mit Logistikkette assoziieren, der irgendwo in der Distribution versteckt ist, da wo dann entsprechende Transportprozesse stattfinden. Also bei uns haben wir eine Heterogenität von Fragestellungen, die Materialflussfragestellungen betreffen, die transport- und verkehrsorientierte Fragestellungen betreffen, die aber eben auch Fragestellungen der Schnittstelle von Informationsaustausch, Auftragsbearbeitung betreffen. Das vielleicht zur Einordnung, wie wir mit Logistikkette umgehen und das ist eben in der Industrie 4.0 noch nicht unbedingt der Ansatzpunkt, mit dem sich die logistikorientierten Arbeiten beschäftigen. Viele logistikorientierte Arbeiten basieren auf so einer Agententheorie-basierten Sicht, Materialflusssteuerung statt einer zentralen Materialflusssteuerung, eine dezentrale Materialflusssteuerung, das ist in der Intralogistik wichtig, damit beschäftigen wir uns auch, oder eben Transportalgorithmen, die selbststeuernd sind. Die Zusammenfassung unter einem Dach ist eine Aufgabe, die wir in dieser AG nicht ansatzweise bisher bewältigen konnten, aber was wir geschafft haben, ist, dass wir, und da kommen wir zu dem, was wir getan haben, nachdem wir so einen Impulsvortrag zur Industrie 4.0 hatten, wo wir diese Differenzierung zwischen Digitalisierung, Vernetzung, intelligenten Objekten, Selbststeuerung uns angeschaut haben, eben den Film zur Industrie 3.0 auf uns wirken lassen haben und diskutiert haben und dann mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe über die Kundenanforderungen gesprochen haben. Was ist eigentlich Ihre Herausforderung? Worüber möchten Sie sprechen? Wir wollten also weg von dem akademischen Ansatz, den ich so ein bisschen versucht habe, gerade unterzubringen, aber was wollen eigentlich die Arbeitsgruppenmitglieder? So, und da sind wir eben auf drei Schwerpunkte gekommen. Wie gesagt, wir sind eine Gruppe von 25 bis 30 Leuten. Intralogistik ist ein Thema. Da haben wir also drei Teilgruppen schon gebildet. Das Thema Supply Chain Integration und Transport und Verkehr. Diese Arbeitsgruppen haben sich dann noch zu den Arbeitsgruppentreffen, die ich gerade beschreibe, nochmal in kleinerer Zusammensetzung mit ganz spezifischen Themen auseinandergesetzt und wir sind dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt zusammengekommen. Und die Leitfragen für diese drei Teilarbeitsgruppen waren wiederum, was ist der Unterschied zwischen Industrie 3.0 und 4.0, nochmal spezifisch auf diese Fragestellung und welche Gestaltungsoptionen und Handlungsempfehlungen gibt es. Das war so der Gedanke, mit dem wir da in die Arbeit eingestiegen sind.
Dann haben wir untereinander berichtet, die Arbeitsgruppenleiter, wobei die Schwerpunkte in der Intralogistik und der Supply Chain Integration lagen. Interessanterweise, viele von Ihnen würden möglicherweise gedacht haben, Logistik, die beschäftigen sich mit Logistikdienstleistern, die waren bisher noch nicht so stark vertreten. Da wünschen wir uns auch mehr, da haben wir auch Ansatzpunkte für ein Projekt. Aber das war in dieser Arbeitsgruppe bisher noch gar nicht das Schwerpunktthema. Wir hatten dann in diesem Zusammenhang, wir waren schon genannt, Herr Knahl hatte da gesagt, es sind einige Bachelorarbeiten, Masterthesen raus, schon entsprungen. Wir haben also mit Unterstützung unserer Absolventen einige Arbeiten vergeben. Materialflusssysteme in Smart Factories war ein Thema, Zukunftsvision Industrie 4.0, der Wandel der Intralogistik am Beispiel flurgebundener Unstetigfördersysteme, Flexibilisierungsstrategien in der Zukunft. Und das wurde zum Teil auch schon mit Firmen, mit Unternehmen besprochen, da drauf zugeschnitten und entsprechend vorgestellt. Anstatt jetzt Ergebnisse aus diesen drei Teilarbeitsgruppen darzustellen, haben wir es jetzt hier in dieser Situation vorgezogen, ein Projekt, das daraus entstanden ist, nachher in einem etwas größeren Umfang vorzustellen. Das ist die Präsentation von Pfannenberg und Jungheinrich, wo einer unserer Master-Absolventen die Gelegenheit hat, sich dort mit den beiden Unternehmen zusammen die Frage zu stellen, wie kommen wir von einer Industrie 3.0 Intralogistik in Richtung Entwicklungspotenzial. Wir setzen es noch gar nicht zwingend um, aber wie kommen wir dahin, dass wir diese Fragen der Selbststeuerung, der Vernetzung, der Digitalisierung sinnvoll angehen? Wie machen wir den Wandel von Industrie 3.0 zu Industrie 4.0 unter Berücksichtigung eben auch der Fragen der Gestaltung einer Logistikkette? Der Wunsch der Firma Pfannenberg war, Lean Management damit einzubeziehen und ganz explizit auch die Frage nach der Nutzung von cyberphysikalischen Systemen. Damit beschäftigt sich Herr Weber, der das nachher auch vorstellen wird. Und wir erhoffen uns aus dieser Arbeit dann auch eine Art, ja, Leitfaden ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest eine Unterstützung, welche Erfahrungen sind in dem Unternehmen gemacht worden, welche können eventuell übertragen werden, dass man einfach so einen Diskussionsbeitrag hier mit hineinbringt, worauf man gegebenenfalls achten kann. In der letzten Sitzung unserer Arbeitsgruppe hatten wir dann noch einen Vertreter von T-Systems, der uns angeboten hat, vielleicht noch ein weiteres Projekt zu machen im Bereich Transport und Verkehr. Und dafür möchte ich hier also ausdrücklich zugestimmt, dass ich die Firma nennen darf, dass wir auch dort ein zweites Projekt in diese Richtung machen. Wie können wir in ähnlicher Weise Umsetzungen in Richtung Industrie 4.0 im Bereich Transport und Verkehr begleiten? Da sind wir im Moment auf der Suche nach weiteren Partnern. Wenn sich aus diesem Kreis jemand findet, der Interesse hat, umso besser. Ansonsten versuchen wir natürlich im Rahmen der Netzwerke, die wir haben, dort weiter voranzukommen. Und das wären so die nächsten Schritte, die wir gehen, also ganz konkret in diesen drei Themengebieten weitere Intensivierung vorzunehmen. Und das wären so unsere Aktivitäten. Also wer Interesse hat, in diesen Themen weitere Themen zu bearbeiten oder in den Projekten zu arbeiten, in einer kleinen, aber aktiven Gruppe, ist herzlich willkommen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Zunächst kurz Erläuterung zum Beipackzettel dieses Vortrags. Dass Sie sich nicht wundern, das ist ein Petscher-Kutscher-Format. Das heißt, ich habe einfach 20 Folien genommen. Die laufen 20 Sekunden fest durch. Ich muss das irgendwie einhalten. Warum habe ich das gemacht? Es gab eine Vorgabe von der Handelskammer und üblicherweise hält sich auch die Universität Hamburg an Vorgaben der Handelskammer. Weitere Anmerkungen, es handelt sich nicht um Hinweise, wie wir uns organisiert hatten, sondern rein zunächst mal um Ergebnisse, die wir als Zwischenstand präsentieren. Ich habe das in 10 Impulse unterteilt. Ja? Impuls Nummer 1, womit haben wir begonnen? Der Impuls kam insbesondere von Herrn Grimm, von IVH. Er hat darum gebeten, dass wir das Abstraktionsniveau und die Flughöhe verringern bei den Diskussionen. Ja? Das heißt also, egal wo Sie hingehen, egal, ich nehme an, das war jetzt gestern auch nicht viel anders beim BDI, ja? Sie hören relativ abstrakte Begriffe, aber es wird nicht konkret. Das heißt, wir müssen runterkommen, wir müssen produktisieren, wir müssen die ganzen Dinge in konkrete Beispiele packen. Da würde ich mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr 365 Orte
in Hamburg finden, wo derartiges passiert. Und das war die Listen. Das heißt, wir müssen vielleicht weg von den Unternehmen, wir müssen hin zu den Produkten, zu den Dienstleistungen, die neu entstehen. Ich möchte aber gleich warnen. Wir reden immer über die tollen Chancen. Industrie 4.0 hat natürlich einen Haufen Risiken und Showstopper. Ja, denken Sie an die Themen, die jetzt gleich kommen werden. Sie öffnen Ihre Systeme. Nicht? Wenn Sie die Tür aufmachen, dürfen Sie sich nicht wundern. Da kommt nicht nur das rein, was Sie sich wünschen, sondern öffnen auch unerwünschter Zugang. Wir haben aber auch Chancen. Ja, da müssen wir aber springen. Das Dumme ist, es ist disruptiv. Das heißt, wir können das nicht so abwarten, das wird irgendwie gut gehen, sondern da gibt es nur Sekt oder Selters oftmals. Und Herr Pfannberg hat es angedeutet, für uns ist der CIO ganz wichtig. Warum ist der wichtig? Das ist ein armer Mensch, der hütet im Moment die Hardware und die Software. Der soll aber in Zukunft die Geschäftsmodelle eigentlich entwickeln, weil die digital sind. Und das wird ein Engpass werden. Ja? Der kämpft eher nach hinten als nach vorne im Moment. Wenn wir beim CIO gleich sind, nicht? Warum ist er nicht so gut darauf zu sprechen? Der sagt, naja, unterschätzen Sie mal nicht die Risiken, die jetzt auf uns zukommen, wenn wir uns öffnen. Wir geben die Daten raus. Nicht? Sie wissen, Safe Harbor ist nicht so safe. Sie kennen die Kriminalitätsgeschichten. Wir haben in Hamburg ja auch eine Studie gehabt im Norden. Das ist schon extrem. Deshalb, aber in jedem Risiko liegt eine Chance. Wir müssen als Deutsche eben dort gleich zwei Schritte machen. Wir müssen das sicherere und bessere Produkt bauen. Und deshalb müssen wir Produkte bauen, die ein besseres Vertrauen haben. Und dann haben wir einen Wettbewerbsvorteil im Markt. Das müssen wir dann aber entsprechend umsetzen. Das sind dann eben mehr als nur ein Schritt. Nächste interessante Frage, schöner weiter Bogen gespannt, was hat das Ganze überhaupt mit dem ehrbaren Kaufmann zu tun? Es hat sehr viel mit dem ehrbaren Kaufmann zu tun. Jetzt gehen wir mal vom CIO weg, jetzt gehen wir mal zum CFO. Ja, was hat das mit dem CFO zu tun? Ganz einfach, der muss erstens die Invests bereitstellen und zweitens, er muss kontrollieren, ob die Invests auch stimmen. Ja? Als Mittelständler kann ich mir nicht erlauben, in disruptive Strategien zu investieren, die 1:6 funktionieren. Ja? Da könnte ich ja bei 5 Kugeln bei 5-mal geht es gut und 1-mal geht es schief, das kann ich mir nicht erlauben. Das heißt, ich brauche einen 360-Grad-Blick in den Finanzen. Das haben wir in einem Vortrag sehr schön herausgearbeitet. Wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht ein Realtime-Unternehmen bin, meine Finanzen nicht sehr genau steuere, kann ich nicht Industrie 4.0 machen, dann nützen mir auch Realtime-Produktion überhaupt nichts, weil ich nicht weiß, was ich tue. Was brauche ich dafür? Ich brauche eine digitale Infrastruktur. Wir fordern sie immer ein, nicht? Breiter, größer, besser. Ist schön, lässt sich vielleicht sogar in Hamburg, in der Metropolregion in irgendeiner Form realisieren, aber selbst da gibt es hin und wieder Schwachpunkte, hat man gehört. Aber was nützt mir das, wenn ich ein Mittelständler bin, der global agiert? Ja, Sie müssen in Kasachstan, in der letzten Ecke, muss Jung Heinrich im Zweifelsfall seine Daten auch übermitteln können. Jung Heinrich hat global standardisierte Serviceprozesse. Ja, was nützt mir das, wenn die auf dem Breitband in Hamburg funktionieren, aber in Kasachstan nicht funktionieren? Das heißt, da muss ich schon jetzt mal überlegen, wie ich das Spiel spiele. Ja, und ich will nicht jetzt verschiedene Modelle haben. Ein Thema, was sträflichst von den Deutschen vernachlässigt wird, ist das Thema Gebrauchstauglichkeit. Ja? Wir haben immer die besseren Systeme, aber irgendwie kauft sie keiner oftmals oder findet sie nicht so toll. Ja, die Amerikaner, die sehen gut aus, die Systeme, aber manchmal ist da gar nicht so viel drin. Wir haben Stilikonen, an denen müssen wir anknüpfen. Deshalb müssen wir vielleicht auch noch mal gucken, ob wir noch eine weitere Hochschule in Deutschland integrieren. Ja? Wenn wir das falsch machen, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst bei cyberphysischen Systemen haben wir eine Oberfläche, also dass das alles irgendwie verschwindet und der Mensch nichts mehr tut, ist ein Irrglaube. Natürlich haben wir auch Embedded Systems, aber selbst da gibt es eine Art Gebrauchstauglichkeit zwischen den Systemen. So, jetzt eine kleine Warnung, man hört es nicht gerne in Hamburg, nicht? Der Hafen boomt, wir müssen weiter hier investieren. Weiß ich nicht, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, als die Digitalisierung kam, hat man auch gesagt, es gibt kein Papier mehr. Gut, nachher gab es mehr Drucker und mehr Papier. Wie geht das mit dem Hafen aus? Ich sage es an einem ganz einfachen Beispiel. Bisher verschicken wir die Produkte oder Ersatzteile über den Teich. Demnächst verschicken wir sie übers Unterseekabel. Warum? Weil vor Ort ein 3D-Drucker steht. Ja? Das heißt also, der in der Lage ist, dass er seinen Ersatzteil nicht verschicken muss, sondern in Südamerika oder wieder in Kasachstan drucken kann, der braucht den Hafen an der Stelle nicht. Das heißt, plötzlich wird es aus meinem Asset ein Ballast. Nächstes Thema, Kundennutzen. Der Kunde steht im Mittelpunkt, nicht die Produktion. Der Kunde treibt die Produktion. Nicht das Produkt, nicht das Objekt. Das macht es erst in der zweiten Reihe. Nicht? Sie sehen, nicht jeder muss sich dran halten. Sie sind tolle Warteschlangen. Ich weiß nicht, wer ahnt, wo das ist. Das ist in Paris vom Eiffelturm. Da kann man sich das erlauben. Da haben sie ein Monopol. In der realen Welt funktioniert das nicht. Ja? Wir gehen in ein 24-7-Geschäft rein, rund um die Uhr. Wir müssen Realtime arbeiten. Der Kunde will das. Nicht? Sie wissen, Online-Versicherungen verkaufen an welchem Tag die meisten Versicherungen? An Weihnachten. Ja, da ist der normale Versicherungsmakler zu Hause und schaut sich die Geschenke unterm Tannenbaum an. So, ein weiteres Thema, da wird es dann schwierig, endgültig. Wir müssen lernen zu teilen.
Nicht? Wir kriegen nachher ein schönes Beispiel, wo ja zwei Firmen zusammenarbeiten. Das ist nicht immer üblich, schon gar nicht im Mittelstand. Aber hier gilt auch wieder, von den Consumerization-Ansätzen zu lernen, heißt siegen lernen. Wenn Sie schauen, was im Moment die erfolgreichen Geschäftsmodelle sind, sind alles Sharing-Economy-Modelle am Ende des Tages, die hochpoppen. Auch da wieder interessant, Ihnen werden nur B2C-Modelle bekannt sein. Im B2B diskutiert man das nicht ausreichend. Das ist aber die Chance für Deutschland. Ja? Der B2B-Markt, die Vernetzung des Mittelstandes untereinander, ist die Chance für Deutschland. Alleine wird niemand überleben, hat keine Chance. So, abschließend, was wird auch nicht funktionieren? Großprojekte. Können Sie vergessen, sind out, niemand investiert rein, gucken Sie es an. In Hamburg müssen Sie nicht so weit gucken, Berliner Flughafen, nicht? Muss man nicht weiter reden, die neuesten Nachrichten sagen ja, dass selbst der Brandschutz nicht von Experten geplant wurde, darf man sich auch nicht wundern. Was wird stattdessen kommen? Was müssen Sie machen? Smarte, skalierbare, nachhaltige Projekte. Ja? Das ist der Trend. Ja, ich stelle mir nicht eine Riesenwumme hin, ich stelle mir ein kleines System und das kann ich skalieren. Ja, wie bei den Heizungsanlagen. Gucken Sie mal eine Heizungsanlage an, die Sie vor 20 Jahren eingebaut haben, heute. Ja, heute sieht es aus wie so ein kleiner Computer. Und dann ist das fertig. Ist viel effizienter, viel besser. Ja, zum Abschluss. Das war oder ist unsere Arbeitsgruppe. Ganz rechts oben sehen Sie den Herrn Grimm stellvertretend. Ganz links unten sehen Sie Frau Gerhardt, die uns immer bestens unterstützt. In der Mitte sehen Sie die eigentlichen Akteure, die am wichtigsten sind, die gemeinsam mit uns die Ergebnisse erarbeiten. Wie es weitergeht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wissen wir noch gar nicht so genau. Das wollen wir noch besprechen. Da wollen wir jetzt nochmal ein Roundup machen. Und ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in 7 Minuten geschafft habe. Fast. Vielen Dank. Es folgt schließlich AG 4, Auswirkungen auf Qualifikation, Beschäftigung und Organisation. Das Wort hat Herr Professor Kersten von der TU. Ja, vielen Dank, Herr Gnahl. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Immerhin 5 Minuten sind noch übrig bis zur Kaffeepause. Die werden wir jetzt nutzen hier an dieser Stelle. Ich darf Ihnen vorstellen, die Arbeitsgruppe 4, Qualifikation, Beschäftigung und Organisation, auch eine kleine, aber feine Gruppe, die intensiv gearbeitet hat seit dem Startschuss im März hier dieser Dialogplattform. Jetzt muss ich mal gucken. Der möchte jetzt hier auch gerade wieder nicht weiter. Jetzt haben wir das. Thematisch haben wir uns ausgerichtet auf diese 4 Themen. Sie haben gerade 3 gehört, aber es sind 4 Themen. Und da sehen Sie also, Qualifikation ist ganz klar ein Thema. Organisation ist ganz klar ein Thema. Die Beschäftigung ist bei uns auch ein Thema, aber die ist ja über die HWWI-Studie intensiv bearbeitet worden und es ist auch in jeder Arbeitsgruppensitzung von uns ein HWWI-Vertreter dabei gewesen, sodass wir hier sehr eng zusammenarbeiten konnten. Und dann ist aber ein Thema dazugekommen, das eine ganz große Rolle gespielt hat, nämlich das Thema Führung. Wir haben begonnen, im März hier auch in den Räumen der Handelskammer, sieht man an den Bildern, mit einem kleinen Initialworkshop, da haben wir intensiv gearbeitet hier. Sie sehen hier die Teilnehmer der Arbeitsgruppe auch abgebildet im Hintergrund. Mal gucken, ob ich da mit dem Zeiger hinkomme. Sehen Sie auch meine Kollegin, Frau Dr. Hermes, die von Seiten der Handelskammer zusammen mit mir die Leitung dieser Gruppe innehat. Wir haben dort erste Stichworte gesammelt für die Arbeitsgruppe, was wir dort im Einzelnen bearbeiten wollen, haben das in Form von sogenannten Mindmaps dann umgesehen. Das will ich jetzt gar nicht im Detail erläutern. Sie sehen, aber da hat sich was verändert und wir haben dann auch gemerkt, wir müssen uns fokussieren, wir müssen die Themen reduzieren und haben uns hier vorne eben auf diese 3 Blöcke dann Organisation, Qualifikation und Führung auch zunächst mal beschränkt. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse gleich zeigen. Wir haben daran gerade zuletzt in einem sehr intensiven Workshop gearbeitet. Was haben wir uns für Ziele gesetzt hier? Sie sehen das hier, wir wollen eigentlich Auswirkungen von Industrie 4.0 aufzeigen, Konsequenzen aufzeigen für diese Bereiche, für die Bereiche Qualifikation, für die Bereiche Organisation, für die Bereiche Führung. Wie gesagt, die Konsequenzen Beschäftigung werden vom HWWI untersucht. Wir wollen aufzeigen, welche Kompetenzen müssen eigentlich die Mitarbeiter haben. Und jetzt darf ich Ihnen schon mal gleich eines hier mitgeben. Es geht auch darum, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in Zukunft in der Führung.
Ja, das ist ganz essentiell, das muss zusammenpassen. Da ändert sich so viel im Moment gerade und man kann jetzt nicht sagen, also ich war gerade in Berlin auf dem Deutschen Logistikkongress, da war natürlich das Thema Digitalisierung ein Riesenthema. Da kam einer der Teilnehmer auf die Idee, ja, wenn die Generation Y oder Z, wie sie alle so heißen, wenn die so schwierig ist, warum warten wir dann nicht einfach auf die nächste Generation? Daraufhin habe ich gesagt, naja, vielleicht sagt die Generation Y und Z das auch, aber über ihre Führung. Also das geht nicht, so viel Zeit haben wir nicht, das muss zusammenpassen und insofern müssen wir uns mit den Konsequenzen jetzt auseinandersetzen und auch konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten. Dazu haben wir intensiv diskutiert und Sie sehen hier ein Zwischenergebnis zum Thema Qualifizierung und zwar durchaus sehr detailliert schon mal ausgearbeitet, ist aber natürlich alles noch in Bewegung und das wird auch weiterentwickelt. Man sieht das hier, ich muss jetzt mal ein bisschen hinschauen, dass ich das hier so einigermaßen treffe. Qualifizierung einmal im Sinne von Wissen und Fertigkeiten, die man benötigt und das gibt es auf der Ebene der Medienkompetenz, das gibt es auf der Ebene des Unternehmertums, der persönlichen Einflussnahme. Auch da ist mir ein Beitrag aus dieser Diskussion in Berlin sehr in Erinnerung. Eine junge Dame hat gesagt, Mensch, ich versuche hier etwas zu verändern im Unternehmen, neue Ideen reinzubringen und ich bin total verzweifelt, weil ich irgendwie gegen Wände renne. Ja? Also so wie sich diese Dame geäußert hat, habe ich gedacht, naja, die wird wohl nicht mehr lange in ihrem Unternehmen bleiben, sondern die wird woanders hingehen und das darf uns nicht passieren, wenn uns die Leute weglaufen, die Ideen haben, wie man etwas neu und anders gestalten kann. So, trotzdem brauchen wir gewisse Fertigkeiten, jetzt bin ich irgendwie zu weit, mal gucken, so, das geht noch, gewisse Fertigkeiten, also Medienkompetenz und je nach Ebene der Mitarbeiter, mit denen wir uns beschäftigen, auch unterschiedliche Themen. Wir brauchen dieses unternehmerische Denken, gerade wegen der neuen Geschäftsmodelle. Ja? Und das ist übrigens auch interessant, diese neuen Geschäftsmodelle entstehen nicht zufällig. Also es gibt inzwischen eine ganze Reihe Untersuchungen über diese neuen Geschäftsmodelle, sondern die werden lange konstruiert, systematisch überlegt und es gibt inzwischen Untersuchungen, die zeigen, was sind denn so typische Strukturbausteine von diesen neuen Geschäftsmodellen. Ja, und mit diesen Strukturbausteinen und den Möglichkeiten des Internets, der Vernetzung, gehen die jungen Leute ran und konstruieren das. Und ich sage mal das Beispiel Uber, ja, 2009 gegründet, heute mit 50 Milliarden bewertet, damals als Chauffeursdienst, das war die eigentliche Idee, Chauffeursdienst gegründet, dann wissen Sie, Personentransport dazugekommen. Dieses Jahr hat es begonnen. Natürlich war die Frage, gibt es eine Uberisierung der Logistik vielleicht auch? Dieses Jahr hat es begonnen, dass in ersten chinesischen Städten genau nach diesem Modell von diesem Anbieter auch Gütertransporte organisiert werden. Also diese Modelle kommen mit aller Macht und wer glaubt, er kann jetzt abwarten, ja, der, ich sag mal, läuft wirklich Gefahr, dass er sehr schnell überholt wird von diesen Themen. Und insofern macht mir das übrigens auch Sorge, dass die Großen sehr viel auf diesem Sektor tun, sehr viel Überlegungen zeigen, im Moment das Feld treibt. Und wir haben immer gesagt, in Deutschland ist der Mittelstand die treibende innovative Kraft. Und da müssen wir auch wieder hin, also zu lange dürfen wir nicht warten. So, und ein Thema dabei ist eben die Qualifizierung. Einerseits auf der Ebene der Mitarbeiter, Flexibilität, Wandel, Kreativität zulassen, kreativ fördern. Dazu gehören auch gewisse soziale Kompetenzen und dazu gehört natürlich auch eine Selbstständigkeit. Und das kann man auch sagen, die neuen jungen Generationen fordern Selbstständigkeit in ganz anderem Maße ein. Ja? Und deswegen verändert sich auch die Führung. Ja? Wenn Sie diese Leute nicht gewinnen, dadurch, dass sie die Idee vermitteln, wo es hingehen soll, warum das wichtig ist, was diese jungen Leute tun, dann werden sie die jungen Leute nicht gewinnen und dann möglicherweise auch gar nicht im Unternehmen halten können. Es tut sich auch eine Menge, ich muss jetzt beschleunigen, es tut sich auch eine Menge auf dem Organisationssektor. Sie sehen hier wieder Begriffe, die Sie auch schon gehört haben, Wandel, Unternehmertum, Agilität. Das muss sich auswirken auch auf so eine Zwischenebene, die man oft untersieht, nicht nur ganz operativ hinterher auf Zielsetzungen, Geschäftsprozesse, sondern auch auf die Unternehmenskultur und Prozesskultur, wie man hier miteinander umgeht, wie man auch den Informationsfluss zulässt. Da
gibt es viele Fragen, die auch geklärt werden müssen. So, und dann in der Führung, und da haben wir, und darauf wollte ich noch mal kurz eingehen, dann haben wir hier gesagt, es gibt eigentlich nach unserer Beobachtung im Moment zwei Sorten von Geschäftsführung. Es gibt die eine Sorte, die bereits sehr offen diesem Thema gegenübersteht, die bestimmte Herausforderungen hier sieht, wie zum Beispiel die räumliche und zeitliche Verteilung, die sich hier ergibt, oder eine Entgrenzung der Arbeit, die sich hier ergibt, und die darauf beginnt zu reagieren im strukturellen Sinne. Das geht von der technischen Ausstattung bis hin zu Belastungsmanagement, was in diesem Thema immer wichtiger wird, weil Arbeit und Freizeit immer mehr ineinander übergehen, aber auch bis hin zur operativen Führung, wo man auch viel Freiwilligkeit jetzt dann auch plötzlich im Unternehmen hat. So, und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die eher etwas noch verhalten sind, und da haben wir auch Gründe vorher gehört, das Feld ist unübersichtlich, man weiß nicht genau, wo das Ganze hingeht, und insofern gibt es einen Wissensbedarf hier an dieser Stelle, und es gibt eben eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und eine Planungsunsicherheit. Deswegen muss Aufklärung, Information, Best Practice quasi herangetragen werden an die Unternehmen. Dafür ist ja genau diese Dialogplattform auch da. Und die Überzeugung eben in unserer Gruppe ist, es lohnt sich, hier dran jetzt mitzuarbeiten, weil das ist eine Entwicklung, an der man und in der man auch lernen muss. Ja? Und es kommen immer wieder auch Ideen aus der Beschäftigung mit dem eigentlichen Objekt. Und deswegen muss man auch hier die Freiräume schaffen, dass im Unternehmen auch einfach mal an der einen oder anderen Stelle mit diesen Dingen begonnen wird. Ja? So. Das sind also so grob die Themen. Wir werden daran weiterarbeiten. Diese Aufstellungen, die ich Ihnen gezeigt habe, waren Zwischenschritt. Das war alles andere als jetzt final abgerundet und abgeschlossen. Diese Diskussion geht also weiter. Sie sehen, wir haben hier schon eine ganze Folge von Sitzungen hinter uns gebracht. Mittlerweile 3 Arbeitskreissitzungen. Wir wollen noch eine in diesem Jahr machen. Und ich darf genauso sagen wie die Vorredner, auch in unserer Arbeitsgruppe ist noch Platz für das ein oder andere Unternehmen. Wir freuen uns also sehr, glauben Sie nicht, das wäre ein Closed Shop. Wir freuen uns sehr, wenn von Ihrer Seite noch Teilnehmer dazustoßen. Insofern herzlichen Dank, dass Sie mir vor der Kaffeepause noch zugehört haben, und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Applaus